Gefüllte Sardinen. 1 Kilogramm frische Sardinen, 3 EL Olivenöl. 2 Becher Weißbrotkrumen. 3 EL Sultaninen. 3 EL Pinienkerne. 20 Gramm Sardellen. Zerdrückt. TL Zucker. 1 EL frische Petersilie, fein gehackt. 2 Frühlingszwiebeln, fein gehackt. Salz und frisch gemahlener Pfeffer, Zitronenscheiben. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Zubereitungszeit: 30 Minuten. Für 4 bis 6 Personen. 1. Herd auf 180 Grad Celsius vorheizen. Fischköpfe abtrennen. Den Bauch jeder Sardine öffnen und Innereien entfernen. Das Rückgrat mit den Fingern vorsichtig vom Fleisch lösen und am Schwanzende abschneiden. Mit Salz, Wasser säubern und trocknen. 2 bis 1 / 2 EL Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Brotkrumen darin leicht anbräunen und auf Küchencreme trocknen. 3. Die Hälfte der Crew unbekanntes Zeichen Men in einer Schüssel. Mit Sultaninen, Nüssen, Sardellen, Zucker, Petersilie, Zwiebeln, Salz und Pfeffer mischen. Jede Sardine mit 2 TL der Mischung füllen. 4. Gefüllte Sardinen in einer Lage nebeneinander in einen Gefette. Vorbereitungszeit: 40 Minuten plus Kühlzeit. Zubereitungszeit: 10 Minuten. Ergibt 15 Stück. Eine Butter in eine Pfanne zerlassen. Mehl zugeben. Bei mittlerer Hitze eine Minute rühren. Mischung aus Milch und Lachsaft zugeben. Bei mittlerer Hitze rühren und eindicken lassen. Hitze verringern und 3 Minuten köcheln lassen. 2 Lachshäuten, endunbekanntes Zeichen gräten und zerlegen. Mit Petersilie, Zwiebel, Zitronensaft, Salz und Pfeffer unter die Mehlmischung rühren. Mit Forschung auf ein flaches Tablett verteilen, abdecken und kühlen, bis sie fest wird. 90 Gramm Butter, 2 TL Zitronensaft. 3/4 Becher Mehlsalz, Pfeffer. 375 ml Milchmehl zum Bestäu. 2 x 210 Gelachs aus Ben. Der Dose, Saft auf 2 Eier, leicht g. Bewahrend schlagen. 3 L frische Petersisemelbrösel. Li, fein gehackt Öl zum Frittieren. 2 Frühlingszwie-Zitronenscheiben. Bellen, fein gehackt Mango Kutnai 1. 3 Mehl, Eier und mit Zitrone und Mann. Brotkrumen getrennt Kutnai servieren. Auf je einen flachen Hinweis Kroketten. Teller geben. Gehäufte können im Voraus oder EL der Mischung ins auf Vorrat zubereitet. Mehl geben und zu und vor dem Frittieren. Kroketten kneten. In Ei bis zu einem Monat tiefgehen. Wenden, mit Bröseln froren werden. Überziehen. Eine Stunde. Kühlen. 4 Öl in einer schweren Pfanne mäßig erhitzt unbekanntes Zeichen 10. Einige Kroketten mit einer Zange 3 bis 4 Minuten in das heiße Öl halten. Auf Küchen unbekanntes Zeichen Crepe abtropfen lassen. Warm halten, bis alle Kroketten frittiert sind. Raffiniertes mit Fisch und Meeresfrüchten. Crabe Rognonalisse. 3 x 170 g weißes Krabbenfleisch, aus der Dose. 125 ml Mayonnaise. 1 EL Tomatensoße. TL Worcestersoße. Schuss Tabasco. 1 EL Olivenöl. 2 TL Weißweinessig. Frühlingszwiebeln, fein gehackt. 2 EL frische Petersilie, fein gehackt. 3 EL Sahne, dick unbekanntes Zeichen flüssig, geschlagen Salz und frisch gemahlener Pfeffer, 2 reife Avocados. Vorbereitungszeit: 15 Minuten. Zubereitungszeit: keine. Für 4 Personen. 1. Krabbenfleisch gut abtropfen lassen. Saft wegschütten. Fleisch in einer Schüssel zuge unbekanntes Zeichen deckt kalt stellen. 2 Mayonnaise,
Tomatensoße, Forchester unbekanntes Zeichen Soße, Tabasco, Öl, S unbekanntes Zeichen Sieg, Zwiebeln und P unbekanntes Zeichen Tersili in einer Schüssel vermengen. Schlagsahne darunter heben. Salzen und pfeffern. Abge unbekanntes Zeichen deckt kalt stellen. 3. Kurz vor dem sehr unbekanntes Zeichen vieren die Mayonnaise unbekanntes Zeichen Mischung unter das Krabbenfleisch heben. Avocados halbieren und entkernen. Die Hälfte des Fruchtfleischs aus. Jede Avocado-Hälfte entfernen, grob hacken und unter die Krabbenfleischmischung heben. Zum Servieren die Mayonnaise-Avocado-Mischung auf die Avocado-Hälften türmen. Falls gewünscht, mit Pfeffer garnieren. Hinweis: Mayonnaise kann einige Stunden vor Verzehr zubereitet werden. Ebenso die Krabbenfleischmischung, die zugedeckt im Kühlschrank haltbar ist. Krabbenmayonnaise eignet sich nicht zum Einfrieren. Für dieses Rezept kann auch frisches Krabbenfleisch verwendet werden. Unbekanntes Zeichen den. Tempura. Eierkuchenteig. 2 Eigelb. 200 ml Eiswasser. 1 Becher Mehl. Diebsoße. 250 ml Dasli. 85 ml Mirin oder trockener Schare. 85 ml Sojaöl oder helle Sojasanke. 2 TL grüner Ingwer, gemahlen. 400 Gramm weiße Fischfilets, ohne Gräten, gehäutet, in 2 cm große Stücke geschnitten. 8 rohe große Garnelen, geschält, ausgelöst, mit ganzem Schwanz. 8 Kammuscheln, gesäubert. 1 Zucchini, in 1 cm große Stücke geschnitten. 1 roter Paprika, in 1 cm Stücke geschnitten. 4 Champignons, große Pilze halbieren. 8 grüne Bohnen, in 5 cm große Stücke geschnitten. Unbekanntes Zeichen 10. Mehl zum Bestäuben, Pflanzenöl zum Frittieren. Eierkuchenteig, Eigelb mit Eiswasser in einer Schüssel gut verrühren. Mehl auf einmal zugeben. Mit Essstäbchen oder Gabel leicht mischen. Mischung bleibt noch klumpig. 2 Diebsoße, alle Zutaten außer Ingwer in einer Pfanne zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen, warm halten und auf Schüsseln verteilen. Ingwer getrennt servieren. 3 Fischfilets vor dem Kochen 5 Minuten in Eiswasser legen. Abtropfen lassen und trocken tupfen. 4 Oberfläche der Garnelen anritzen, um ein Aufrollen beim Kochen zu verhindern. Trocknen. Muscheln trocknen. Garnelen und Muscheln mit Mehl bestäuben. 5 Gemüse mit Mehl bestäuben. Eine tiefe Pfanne zu 13 mit Öl. Füllen, mäßig erhitzen. Einige Gemüsestücke in den Teig tunken und 2 bis 3 Minuten frittieren, bis sie leicht gebräunt sind. Abtropfen lassen und warm halten. 6 mit den Meeresfrüchten wie mit dem Gemüse verfahren. Mit Diebsoße servieren.